Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu The Fall of the Dungeon Guardians. Ja, am Ende der letzten Aufnahmesession haben wir uns hier gegen die Barbarenhorde behauptet. Da ist ein Ring, den wir liegen gelassen haben. Da geht's zum Anfang zurück, das weiß ich noch. Es ist ein bisschen her jetzt, dass ich gespielt habe, weil ich einen guten Puffer hatte. Bin mir noch nicht sicher, welche Gänge... Also da waren wir noch nicht gut. Dann gehen wir einfach mal da entlang. Schlafbaracken. Hi Jungs. Ach, sehr schicke Schlafbaracken. Okay, die zwei sind angepisst. Dann verpassen wir ihnen doch mal eine. Die haben wenigstens zum Glück keine Schilder, mit dem sie unsere Aggro bashen können. Sie sterben nur recht gut. Also hier ist nichts. Hier auf dem Bett ist auch nichts. Ach, hier ist aber der Hastvieh, oder? Gut. War dann hier drüben auch eine Nische? Nein. Okay. Wow, die beiden haben mich jetzt überrascht, aber ist halb so wild. Aggro ist da. Wo sie hingehört. Wow, was ist mit dir los? Barbar-Anführer, hm? Na gut, dann bist du halt der Nächste. Aber wenn ich zugeben muss, so machst du ein bisschen Aua. Aber wir machen mehr Aua. Bei euch. Der ist besser als Sylastras aktueller, weil es einfach eine bessere... Nein, das wollte ich nicht. Also einfach eine bessere Version von Sylastra ihrem ist. Und hier schlafen die. Mit dem Knochen neben Bett. Och ja, ich sollte darauf achten, ob hier oben irgendwo geheime Schalter sind. Nicht wirklich. Okay. Hier sehe ich keinen. Da auch nicht. Hier auch nicht. Daher habe ich gedacht, ich sehe was unterm Kopfkissen, aber da ist nichts. Hier ist auch nur die Wand recht kaputt. Hier ist auch nichts zu sehen. Hier auch nicht. Hier ist Bett. Kritische Trefferfiole. Wie viel haben wir da jeweils von? 3 und 5. Wir kommen aus der Richtung, ja. Oh, gepanzerter Barbar. Die sehen nicht gerade freundlich aus.
Sollten wir, vor allem weil da hinten noch Verstärkung zu sein scheint, ein bisschen energischer rangehen. So, mach nochmal den da und dann darfst du bessere Sachen machen. Du heilst ihn. Okay, die gepanzerten Barbaren waren jetzt nicht wirklich ein Problem, muss ich sagen. Plus 1 Stärke, plus 1 Ausdauer für Talisa. Das müsste der hier sein. Ja, silberner Ring des Bären. Noch eine Barbarenmeute. Ich find's lustig, wie sie tanzen. Gut. Agro haben sie. Also kann ich Damage machen. So, ein bisschen mehr Heilung raushauen. Dollarknall, damit die Akku da bleibt, wo sie hingehört. Ja. Und ich denke, das reicht auch mit der Heilung gerade. So, den können wir fast schon auf normalem Wege totprügeln. Gut, er ist tot. Also zwischen die Betten kommen wir, zwischen die nicht. Keine Schalter. Solide Wände. Ja. Ah, Kampfmesser des Affen brauchen wir nicht unbedingt. Die Wand sieht kaputt aus. Da ist eine Conduit. Interessant, wo soll die hinschießen? Ja, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Das hier sieht ungemütlich aus. Ich sehe hier nur keinen Hebel, um da reinzukommen. Nein, das war keine Knöpfe. Das muss irgendwas hier mit der Conduit zu tun haben, also der Röhre da. Keine versteckten Knöpfe. Nö. Ja, nicht. Da komme ich nirgends ran. Nee. Also haben wir hier nur die Möglichkeit, da wir links und rechts lang gegangen sind, wieder zurückzugehen. Das erste. Und hier weiterzumachen.
Ja, hier haben wir gekämpft gegen die Barbarenhorn. Da sieht es aus, als ob es weitergehen würde. Aber nur auf der Seite. Bin ich froh, wenn wir eine Karte haben. Und da sieht es aus, als ob es weitergehen würde. Und da sind wieder viele Barbaren. Ja, hier bin ich reingekommen. Hm, Aufmerksamkeit und Ausdauer für Selastra. Oh, nicht schlecht. Gut, also wir haben drei Wege hier wieder raus. Da ist einer, wo es ein bisschen weiter zu gehen scheint. Hier ist keiner. Hier ist einer und da vorne ist einer, der, so wie es aussieht, in ein Speisesaal führt. Oh, der führt sogar noch weiter. So, Aggro. Heilung. Und los geht's. So, Heilung und noch mehr Heilung. Okay, die beiden kriege ich dann noch so down. Hm. Serikal, da ist was Schönes für dich. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Essen. Hi. Okay. Noch eine Wurst. Ein Weißbrot. Oh, das ist was Neues. Und wir sind wahrscheinlich überladen. Ja, Weißbrot ist neu. Nett. Und da drüben ist noch eine Wurst. Zum Glück macht das bisschen überladen sein noch nicht so viel aus. Oh, goldener Ritter, hast du mich erschreckt, ey. Unterbrechen wir ihn einfach mal, auch wenn er jetzt nicht so wirklich Schaden macht. Hätte das nicht sagen sollen.
Eater Feind des Biests. Ah. Ja, komm. Warum nicht? Wintersalami. Okay, wieder was Neues. Ernährt ganze Gruppe. Hm. Halbes Weißbrot. Ja, jetzt macht sich das Gewicht bemerkbar langsam. Und sogar ein kleiner Heiltrank. Ah. Okay. Dann tut es mir leid, aber wir müssen hier jetzt aussortieren. Barbar-Anführer und gepanzerte Barbaren und rum. Hi. Wie geht's euch so? So, Aggro wieder zum Tank. Aggro zum Tank. Du isst mal sicherheitshalber was. Der ist schlecht. Tut mir leid, der ist arg schlecht. Wurst. Und ein halbes Weißbrot. Und ja, hier bin ich im Kreis gelaufen. Gut zu wissen. Wow. Hast du mich jetzt gerade erschreckt? Dich sehe ich diesmal. Hier geht's runter nach Spinzhausen. Da geht's lang, wo der goldene Ritter war. Dumm, die dumm. Nicht wo der goldene Ritter war. Da geht's lang, wo wir den Schlüssel vom goldenen Ritter haben. Manchmal denke ich meine Sätze nicht richtig zu Ende. So. Barbarix sind tot. Oh, die da haben auch, wollen auch ein Stück von uns abhaben.
Hi Jungs. Ist das Wetter so? Dumm, die dumm, die dumm. 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 Normalen Barbaren dafür komische Tänze aufführen, sieht teilweise recht lustig aus, muss ich sagen. Nicht wirklich was Nützliches und da sind wir wieder hier draußen. Okay. Das heißt, im Augenblick ist der einzige Weg, den wir haben, das Tor. Hinter dem schon wieder was auf uns lauert.